habe mir auch schon mal überlegt, Veganerin zu werden. Ich bin ein Veganer Stufe 5. Ich esse nichts, was einen Schatten wirft. Fans haben es natürlich sofort erkannt, das war ein Ausschnitt aus der berühmten Comicserie The Simpsons, in der alles durch den Kakao gezogen wird, natürlich auch die modernen Essgewohnheiten. Aber jetzt Spaß beiseite. Veganismus ist keine Randerscheinung mehr. Immer mehr, und zwar nicht nur junge Menschen, hinterfragen das Essen, die Esstradition und hinterfragen das, was auf den Teller kommt, beziehungsweise wie es eigentlich dahin kommt und von wem es stammt. Eine Aktivistin wider das Töten von Tieren ist Raffaela. Den Nachnamen will sie uns nicht verraten. Sie arbeitet als Ärztin in Linz. Sie nennt sich im Internet die militante Veganerin und macht dort sehr wortgewaltig klar, dass sie vom Fleischessen weniger als wenig hält. Achtung, es geht um Leben und Tod. Kühe, Schweine, Hühner, Puten, Schafe stehen jetzt gerade am Schlachthof und gleich wird ihnen jemand ein Messer in die Kehle stechen. Und warum passiert das, fragst du? Es ist dir vielleicht noch nicht aufgefallen, aber die Regale in unseren Supermärkten sind voll mit Leichenteilen. Brüste, Bäuche, Flügel, ganze Körper. Leichenteile, Stücke von ermordeten Tieren. Weil es gibt Menschen, die kaufen diese Stücke von den toten Tieren, um das dann zu essen. Bei TikTok hat sie mittlerweile 100.000 Follower und ihre Videos erreichen bisweilen mehrere Millionen Menschen. Bei YouTube schauen ihr auch viele zu, einer davon bin ich. Die Österreicherin arbeitet mittlerweile unabhängig von großen Organisationen à la PETA und Greenpeace. Das hat mich interessiert. Sie ist die Solistin unter den Aktivistinnen, vergleichbar vielleicht der frühen, einsam auf der Straße stehenden Greta Thunberg. Was treibt also diese Raffaela, die militante Veganerin? Was ist ihr Ziel? Wie weit will sie gehen? Wir rufen sie jetzt, um das herauszufinden, gemeinsam an. Einen schönen guten Morgen an Raffaela aus Linz. Ja, guten Morgen. Du bist bekannt als die militante Veganerin, ein kleiner YouTube- und TikTok-Star. Lass uns doch zunächst mit dem Handwerk der Aktivistin beginnen, wenn du Menschen auf der Straße ansprichst und versuchst, sie zu überzeugen. Was würdest du sagen, ist dein bestes Argument? Wo landest du den größten Treffer? Also unser Straßenaktivismus sieht ja meistens so aus, dass wir ein paar von unseren Aktivisti mit Bildschirmen auf die Straße stellen, wo die Wahrheit von den Tierindustrien gezeigt werden, also Schlachthausvideos oder Videos von Tieren, wie sie leiden können und wie sie tatsächlich jeden Tag auch leiden. Die Menschen, die stehen bleiben, die werden halt empathisch darauf reagieren, was auf den Bildschirmen zu sehen ist. Und es sind meistens eh Menschen, die der Botschaft gegenüber offen sind, weil sie ja offensichtlich aus Mitleid den Tieren gegenüber stehen geblieben sind. Die wichtigste Botschaft, die wir ihnen dann mitgeben können, damit wir unser Ziel im Endeffekt erreichen, dass sie vegan leben und dass dafür nicht mehr verantwortlich sind, ist die Parallele zu ziehen zu anderen Ungerechtigkeitsformen. Sie würden beispielsweise niemals einen Hund oder eine Katze so behandeln, wie sie im Alltag mit den anderen Tieren im Endeffekt umgehen, wenn sie ihre Leichenteile oder körperlichen Ausscheidungen im Supermarkt kaufen. Und dann müssen wir ihnen erklären, dass es sich hierbei um eine Diskriminierungsform handelt, die dem Rassismus sehr ähnelt. Früher haben Rassisten gesagt, ja, das sind ja nur Schwarze. Sexisten haben gesagt, ja, das sind ja nur Frauen. Und jetzt sagen Nicht-Vegane Speziesisten, ja, das sind ja nur Tiere. Arbeitest du allein als Solo-Aktivistin oder es klang eben so, als ob ihr in einer Gruppe unterwegs seid? Also ich mache beides. Einerseits bin ich oft auf der Straße unterwegs. Da habe ich auch angefangen mit meinem Aktivismus, mich einer Gruppe anzuschließen. Unterschiedliche Vereine, beispielsweise Anonymous for the Voiceless. Ich war auch beim VGT in Österreich dabei, einem großen Tierrechtsverein. Mittlerweile versuche ich mich aber von den großen Organisationen zu distanzieren, weil ich mich nicht mehr an Regeln halten möchte und besonders übers Internet meine größte Reichweite habe, wo ich auf TikTok fast 100.000 Follower habe und täglich Millionen von Menschen mit meinen Videos erreiche, wo ich unter anderem meine Videos aus dem Straßenaktivismus und meine Gespräche filme und mit den Menschen verbreite, weil es einfach nicht reicht, wenn wir als eine Handvoll Aktivisten auf der Straße stehen oder ein Schild halten. Wir müssen die Medien benutzen und deswegen vermarkte ich mich online als die militante Veganerin, um möglichst viele Menschen mit dieser Botschaft zu erreichen. Und einer deiner Follower bin ich, weil ich das interessant finde, auch wie du mit den Leuten sprichst. Du sprichst ja sehr deutlich mit den Leuten. Wie hast du diese Tonalität gefunden für dich? Gehört ja eine Menge Mut auch dazu. Menschen, auch sehr junge Menschen, sehr offensiv, du nennst dich selbst militante Veganerin, also auch aggressiv anzusprechen auf ihren Fleischkonsum, auf ihre Bratwurst oder ihren Burger, den sie ja gerade in der Hand halten.
Also ich bin in eine englische Volksschule gegangen, wo wir einige Menschen bzw. Lehrer hatten, die unterschiedlicher Herkunft waren oder sogar schwarz waren, wo das Thema Rassismus schon in der Volksschule sehr klipp und klar gelehrt wird, als etwas, das absolut keine Grauzonen kennt. Entweder man ist Rassist oder man ist es eben nicht oder stellt sich sogar dagegen. Und genauso ist das eben bei anderen Diskriminierungsformen wie eben der Gewalt gegenüber den Tieren. Entweder man ist Speziesist oder man lebt vegan. Gab es ein Schlüsselerlebnis, wo du an dieser Stelle abgebogen bist, wo du abgebogen bist? Wir wachsen ja alle auf mit, naja, ich sag mal, sehr prosaischen und romantischen Kinderbüchern auf dem Bauernhof und ähnliches, wo das Schlachtvieh, das Nutztier eigentlich als, ja, jedenfalls nicht als unterdrückte Kreatur gezeigt wird, sondern als liebliches Tier, das seiner Schlachtung entgegenlebt. Ja, definitiv. Also das wahre Schlüsselerlebnis gab es, als ich nach meinem letzten Staatsexamen im Medizinstudium mit meinen Eltern am Tisch saß und wir ein Spiel gespielt haben, wo jeder Diktator war und wir uns etwas aussuchen konnten, was wir verändern dürfen am Land Österreich. Und ich habe halt gesagt, ich würde einfach den Konsum von Tierprodukten verbieten auf Basis der Umwelt- und der Gesundheitsargumente. Und daraufhin ist der damalige Freund meiner Mutter komplett explodiert und wirklich wütend geworden. Er hat das sehr persönlich genommen. Man dürfe ja nicht den Fleischkonsum verbieten. Das haben wir immer schon so gemacht. Und ich habe ihm halt nur gesagt, nur weil wir etwas immer schon so gemacht haben, ist das ja keine Rechtfertigung, es weiter zu tun. Das gleiche Argument haben wir beispielsweise in der Unterdrückung von Frauen oder in der Sklaverei gebracht oder gar im Holocaust. Und er meinte, man dürfe nicht die Sklaverei oder den Holocaust mit den Tierindustrien vergleichen. Und in dem Moment hat es bei mir so Klick gemacht, weil ich habe ihn nur gefragt, warum nicht? Und er konnte mir kein Argument liefern, was nicht einfach nur emotional geladen war. Und da ist mir bewusst geworden, wären das jetzt Menschen in diesen Tierindustrien, in diesen Arbeitslagern, in diesen Transportern, wie würden wir das dann nennen? Sklaverei, Massenvernichtung. Also, und dann ist mir das Wort Speziesismus untergekommen. Ich habe das nicht mehr in Ruhe gelassen. Ich habe das Buch gelesen, Unsere Behandlung von Tieren und der Holocaust und die Befreiung der Tiere von Peter Singer. Erklär uns das Wort nochmal. Was bedeutet dieses Wort? Speziesismus. Zugegeben, es ist kein sehr schönes Wort, aber es ist genauso wie der Rassismus oder der Sexismus, haben wir hier halt die Diskriminierung nach der Spezies. Jedweder Spezies, ja. Genau, ich glaube, ich habe eingangs schon kurz geschildert. Der Rassist sagt ja, das sind ja nur Schwarze. Ja. Und man darf Schwarze als Objekte benutzen, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Ich glaube, wir können uns hier alle einigen, Hautfarbe ist kein relevanter Faktor, wenn es um die Benutzung von Individuen als Objekt geht. Absolut. Der Sexist macht das Gleiche mit Frauen. Wir dürfen Frauen als Objekte benutzen, weil es sind ja nur Frauen. Und auch das Geschlecht kann hier kein relevanter Faktor sein. Und der Speziesist sagt, wir dürfen Tiere essen, wir dürfen Tiere von ihren Kindern wegzwingen und ihre Muttermilch stehlen, wir dürfen Tiere als Unterhaltungsmittel benutzen, weil es sind ja nur Tiere. Aber wenn wir dieser ethischen Logik folgen, dann kann auch die Spezies von einem fühlenden Individuum kein relevanter Faktor sein, um ihn als Objekt zu benutzen. Und deswegen sind Tierrechte einfach die logische ethische Erweiterung von Menschenrechten. Habe ich keinen Zweifel dran, ehrlich gesagt, dass da mehr als nur ein Kern von war. Wie ist das weitergegangen mit dem Freund und deiner Mutter? Seid ihr in dieser Runde nochmal zusammengekommen? Nein, also tatsächlich. Oder war es das? Ich habe mir dieses Buch, das ich vorher genannt habe, dann besorgt und am nächsten Tag gelesen durch die ganze Nacht und in dem Moment hat sich echt mein Leben so verändert. Ich habe damals noch im Krankenhaus gearbeitet und wenn einem dieser Speziesismus erst bewusst wird, man fühlt sich so einsam und verloren. Überall liegen Leichenteile von Mordopfern, überall gibt es Gewalt an Tieren, die verherrlicht wird und die Leute haben einen Hund im Arm und essen währenddessen ein Schnitzel und dir bricht einfach durchgehend das Herz, dass die Leute das auch nicht verstehen wollen. Ich habe dann auch meinen Job gekündigt und ein Jahr lang nur Tierrechtsaktivismus betrieben, weil das einfach zu schrecklich für mich war, wenn der Patient mit dem frischen Herzinfarkt durch die Tierprodukte, die er isst, auf seinem Teller einen Rippenbogen von einem Schwein vom Krankenhaus serviert bekommt, während wir dann auf seine Akte gucken und da liegt das ausgedruckte Bild von seinem Röntgen-Thorax und da ist sein Rippenbogen zu sehen und dann legt man das so geistig übereinander und das ist
nicht zu ertragen gewesen für mich. Okay, aber du wirkst ganz fröhlich und arbeitest ja auch wieder im Krankenhaus. Das heißt, du betreibst den Aktivismus doch so professionell, dass du jetzt nicht daran sozusagen zugrunde gehen wirst. Hoffe ich, dass du so mitleidest, dass für dich kein lebenswertes Leben mehr dabei rauskommt, oder? Also ich habe damals, glaube ich, besonders gelitten, weil ich eben noch nichts dagegen getan habe, beziehungsweise noch nicht wusste, wie ich meine Wut und meine neu gefundene Information channeln kann, um das aktiv umzusetzen und was Produktives damit zu machen. Mhm. Mittlerweile arbeite ich wieder im Krankenhaus, einfach aus finanziellen Gründen. Allerdings habe ich mich dafür entschieden, nicht mehr mit Patienten zusammenzuarbeiten. Ich arbeite in der Pathologie, weil ich es nicht ertrage zu sehen, wie Menschen vor mir, meine Patienten, andere Personen essen. Und das ist für mich nicht auszuhalten, nein. Verstehe. Ja, ich meine, du bist sehr deutlich, sehr überzeugt. Zum Teil werden dich Menschen auch als sehr aggressiv erleben. Ist dir schon mal was zugestoßen auf der Straße bei dieser Art Überzeugungsarbeit? Missionarin darf ich nicht sagen, aber bei dieser Art Überzeugungsarbeit? Ja, letzte Woche habe ich einmal angekündigt, dass ich in München bin. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht, irgendwo angekündigt, dass ich wo da bin. Und ich glaube, ich habe meine Reichweite ein bisschen unterschätzt. Das Video mit der Ankündigung hat innerhalb von 2 Stunden über 300.000 Aufrufe bekommen. Und als ich dann am Treffpunkt am Münchner Stachus war, waren da über 50 Jugendliche. Das Gespräch oder die Gespräche am Anfang waren zwar erhitzt, aber sie waren größtenteils positiv und konstruktiv. Und ich war auch mit anderen Aktivisten vor Ort, die auch mit den Jugendlichen über das Thema geredet haben. Viele wollten auch einfach Selfies und Videos oder dass ich ihre Lehrer und ihre Klasse grüße, was entzückend war. Oder haben auch ihre Unterstützung ausgedrückt. Wir sind dann auch gemeinsam veganes Eis essen gegangen. Aber wie es halt manchmal so ist, dann kommt halt eine Truppe und die zerstört die ganze Stimmung. Und das waren halt 5, 6 Jugendliche, die Burger mitgebracht haben und Eier. Und die haben dann angefangen, mich mit Eiern zu bewerfen. Und schmerzhaft. Und schreckliche Dinge zu rufen. Ja, also die haben auch getroffen, mich am Nacken, am Bein. Und das wurde immer unangenehmer. Wir haben auch die Polizei informiert. Und dann waren wir schon am Weggehen, weil sie nicht aufgehört haben. Dann hat mich ein Junge wirklich fest am Nacken geschlagen. Davon gibt es auch ein Video. Ich bin denen nachgerannt, weil ich will mir sowas nicht gefallen lassen natürlich, aber ich habe ihn leider nicht erwischt und die Polizei hat mich dann als 2 Bodyguards zum Hauptbahnhof eskortiert, weil uns die Teenager immer weiter gefolgt sind. Also das ist schon etwas, was die Leute definitiv polarisiert und sie versuchen ihr schlechtes Gewissen mit Gewalt an mir loszuwerden. Krass. Und dein Ziel ist was? Dein Ziel, die Sklaverei wurde abgeschafft per Gesetz. Dein Ziel wäre auch hier vergleichbar die Abschaffung der Existenz von Nutztieren und ihrer Schlachtung, richtig? Naja, die Existenz nicht unbedingt, sondern einfach die Sklaverei der Tiere zu beenden, den Objektstatus von Tieren abzulegen. Gleichberechtigung, das klingt jetzt vielleicht absurd, weil aber Tiere können doch nicht Auto fahren oder eine Kuh kann nicht wählen gehen. Das ist mir schon bewusst. Das kann ein schwer behinderter Mensch oder ein Mensch ohne Beine vielleicht auch nicht. Es geht um die Gleichberechtigung anhand von ihren Kompetenzen und von ihren Interessen und Bedürfnissen. Und genauso wie ein kleines Kind ein Recht auf seinen Körper hat und nicht als Objekt benutzt zu werden, hat das eben auch ein Schwein. Und ein Schwein ist ungefähr so intelligent wie ein 5-jähriges Kind. Insofern fordere ich Gleichberechtigung vor dem Gesetz von allen Spezien. Und keine Ausbeutung von irgendeinem fühlenden Individuum für seinen Körper, seine körperlichen Ausscheidungen oder für seine Unterhaltung. Das heißt, eine Erweiterung auch unseres Grundrechtskatalogs im Grundgesetz und insgesamt vielleicht die Veränderung der Charta der Menschenrechte? Sehr richtig. Ich fordere einfach Individuenrechte und nicht nur Menschenrechte. Tierrechte sind die logische Erweiterung von Menschenrechten. Man kann das nicht oft genug sagen. Jeder, der an Menschenrechte glaubt und für diese einsteht, der muss vegan leben. Danach kann nichts mehr kommen. Raffaela, ich bedanke mich für das Gespräch und dass du uns deine Mission erläutert hast. Ich danke fürs Zuhören, für die Plattform. Ich wünsche einen schönen veganen Nachmittag.